Hi, willkommen zurück bei Tintchen TV. Heute wird wieder miteinander fantasievoll gestaltet und unser Thema ist diesen Monat Eulen. Und wenn euch interessiert, wie ich das umsetze, dann geht es nach dem Intro direkt weiter. Ich hatte hier noch so ein schönes Eulenpapier. Und zwar war das aus diesem Block, den habe ich schon ganz lange, den habe ich mir irgendwann mal bestellt, aus irgendeinem, bei irgendeinem TV-Sender, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe hier diese schönen Eulen und das Papier hatte ich auch noch zweimal. Und das habe ich auch gebraucht, weil ich habe nämlich hier eine Verpackung von Schokolade. Ich zeige euch jetzt nicht die andere Seite. Die habe ich mir an den Stellen, wo sie geklebt waren, ein bisschen auseinandergedröselt und nehme mir jetzt diese Verpackung einfach als Vorlage. Und weil mein A4-Papier nicht gereicht hätte, das endet hier. Nicht A4, sorry, mein 12x12 Papier hätte nicht gereicht, dann wäre hier hinten das ganze Stück, hätte mir gefehlt. Und zum Glück hatte ich noch zwei Bögen davon und habe mir das hier mit dem weißen Nassklebeband einfach verbunden. Könnt ihr auch Tesa nehmen oder ein Kreppband oder irgendwas. Und dann habe ich mir das Ding ausgeschnitten in meinem Motivpapier. Und daraus möchte ich jetzt einfach eine Box machen zum Thema Eulen, die man verschenken kann oder wo man sich was reintun kann, was man so als Bastler immer irgendwo rumliegen hat. Und ich lege mir das jetzt genau da drauf. Also meine Vorlage auf ein Motivpapier und da ich hier überall noch falzen muss, habe ich mir gedacht, ich drehe das einfach hier auf die Seite und mache mir einen Strich. Der Strich wird ja auch nachher innen sein in der Box, weil ihr seht es ja schon an der Form, das läuft so ein bisschen halbkreismäßig, also kann ich nicht einfach gerade durchfalzen und damit ich nichts falsch mache, zeichne ich mir an, wo ich falzen muss, an jedem Teil separat. Dann passiert es mir nicht, dass ich hier jetzt eine gerade Linie falze und dann stimmt nichts mehr. So, dann wird einmal hier gefalzt. Und dann habe ich hier zwei perforierte Linien. Da muss ich mal gucken, wie ich mir die am besten anzeichne. Das geht hier durch, die Falz, bis hier hin. Da mache ich mir einen Strich. Dann immer darauf achten, dass es nicht verrutscht. Sonst stimmen euch nachher eure Linien nicht mehr. Dann habe ich hier das Große. Das wird zweimal gefalzt. Und dann habe ich hier wieder das. Einmal hier. Also ich knicke mir die Box einfach um und mache mir die Falzlinien. Übertrag mir die Falzlinien auf das Papier. So, und das falze ich jetzt. Erstmal die wegradieren, wo ich verrutscht bin. Hier von der Ecke bis zur Ecke. So.
Ich mache das öfter, dass ich Verpackungen von irgendwelchen Süßigkeiten oder Keksen oder was weiß ich, die einigermaßen gut auseinandergehen, ohne große Schäden zu hinterlassen, dass ich mir die aufhebe und dann als Schablonen benutze. Das habe ich schon öfter gemacht. Ihr könnt natürlich auch die Schachtel, wie wir es mal bei dieser Box von den Chocolate Chips gemacht haben, einfach überkleben mit Motivpapier und die so lassen, wie sie ist. Das geht natürlich auch. Hier ist da so ein, ja, den zeichne ich mir mal nicht an, vielleicht möchte ich den nicht haben. Da ist so eine Aussparung. Und hier auch. Ich gucke erstmal, ob ich das überhaupt brauche. So, und in Ermangelung, diese Dinger irgendwie auf mein Falzbrett zu kriegen, werde ich das jetzt einfach mit einem Lineal nachfalzen. Also ich nehme das Lineal und mein Falzbrett. Das Lineal und mein Falzbein. Ich weiß nicht, wie es euch aktuell geht. Ich bin gerade ziemlich durch den Wind mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Virustheater. Und dass man nicht mehr raus darf und was man alles nicht darf. Ganz schlimm finde ich, dass die Leute nicht in die Krankenhäuser dürfen oder in die Pflegeheime, um da ihre Leute zu besuchen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Auf der einen Seite hat es vielleicht was Gutes, denn wir wollen die älteren Mitmenschen ja nicht anstecken. Aber irgendwie ist das alles wie ein Albtraum. Ich falze das mal nach jetzt. Und dieses Ding hier, das habe ich ja auf beiden Seiten. Mal gucken, wie ich das mache. Also wieder drauflegen. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Also entschuldigt bitte, wenn das ein etwas chaotisches Video wird. So, hier. So. Die Falzen werden, wenn ihr sie auf diese Art und Weise macht, natürlich nicht so tief und ordentlich, wie wenn ihr es auf dem Falzbrett macht. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. So, jetzt muss der einmal hier runter. Dann haben wir den noch. Und dann die hier unten reinklappen. Dann schließt sich das hier schon automatisch hier unten. Das machen wir noch ein bisschen schärfer hier, die Falz. Denn das möchte ich nicht außen, sondern innen reinkleben, damit man es außen nicht sieht. So, also hier so werde ich das jetzt festkleben und unten auch. Jetzt müsst ihr mal gucken, wie man hier diese Falzen hier reinkriegt. Das war ja perforiert. Und das habe ich jetzt einfach an den Seiten eingerissen, also aufgemacht, aufgerissen und lege mir das jetzt hier hin, wo ich diese Falz brauche.
und zeichne mir das hier so leicht mit dem Bleistift an. So. Das hier unten ist schon gefalzt. Ich lege das so an, dass ich hier nur das gerade nachfahre und die Ecke mache ich ohne Lineal. Bis da, wo der Bogen anfängt und dann ohne Lineal. Und hoffe, das wird funktionieren, weil es ist jetzt gerade hier auch wieder an der Kante, die ich geklebt habe mit dem weißen Band. Und in die Rundung ein bisschen Druck aufs Falzbein ohne Lineal. Und hier auch wieder, bis die Rundung anfängt und dann in die Ecke rein. Und jetzt muss ich gucken. Das wird gefalzt. Und das hier auch. In der Mitte nicht. Das klebe ich jetzt erstmal. So, das ist jetzt zugeklebt. Also hier die Klebelasche ist innen, sodass es hier außen sauber aussieht. Und den Boden habe ich zugeklebt. Erst die beiden kleinen reingeklappt und dann die eine große auf die andere geklebt. Und hier habe ich einen Klettverschluss angebracht. Und diese beiden Seiten, die wir hier gefalzt haben, die brauchen wir einfach nur so leicht nach innen zu drücken. Und dann haben wir hier zwei Falzlinien und die eine geht so in die andere rein und so wird dann die Box. Da habe ich einen Klettverschluss angebracht. Die Eulen, die jetzt hier oben runterkommen, die stehen zwar auf dem Kopf, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Also die sieht schön aus, da geht allerhand rein. Dann habe ich diese schöne große Eule in einer Post mal gehabt und die könnte man jetzt auch schön auf eine Karte machen oder so, aber zu dem Thema mache ich die jetzt einfach hier drauf und dieser Kleber hier, der von VBS, den kriegt ihr auch bei der Biene oder bei VBS, der ist nicht so flüssig, den kann man also auch super für diese Kleinteile hier nehmen. Der hat eine schöne feine Spitze und vor allen Dingen, er klebt sehr schnell. Also ich habe meine Klebelasche damit eingestrichen, habe die reingeknickt und ruckzuck war das Ding fest. Also die Box dann zusammen und auch unten der Boden. Das ging ratzfatz. Und ich habe jetzt hier lauter so kleine Zwischenräume, in die ich mit dem Kleber gehen kann. Jawohl, so ist es richtig. Also ich lasse die mal aus, diese kleinen Schuppen, und hoffe, dass sie trotzdem hält. Und dann setze ich sie, weil hier oben fängt es an schräg zu werden, setze ich sie hier unten drauf und drücke sie von innen ein bisschen fest. Mit dem Falzbein ein bisschen drüber. Ich fahre mit der Hand rein, damit ich ein bisschen Gegendruck habe. Weil alles, was absteht, ist natürlich bei so einer Box immer die Gefahr, dass es reißt. Dass es abreißt oder verloren geht. So. Die ist jetzt auf der Rückseite. Ich werde sie auch nicht farblich irgendwie gestalten, weil ich finde, das Weiß passt
am besten zu dem Papier. So. Das wird hier einfach mit einem Klettverschluss verschlossen. Und dann habe ich hier noch so süße Metalleulen, die hatte ich auch in der Post. Und ich glaube, da werde ich eine einfach mit einem Brad hier als Verzierung dran machen. Also ich öffne das. Dann gucke ich, wo ich das Loch machen muss. So ungefähr mittig. Ja. Wenn unten die Füßchen ein bisschen runterhängen, das macht nichts. Und dann mache ich mir hier oben eine Markierung und piekst es durch mit meinem Tool. Jetzt hole ich mir noch ein Brad. Da reicht so ein kleiner, hoffe ich, dass der nicht durchfällt. Nee, das geht. Dann mache ich die hier dran. Es müsste eigentlich reichen, dass man die nur mit dem Brad befestigt. Ohne dass man sie nochmal irgendwie kleben müsste. So, den Brad mache ich hier seitlich. Und dann drücke ich den einfach so ein bisschen fest, damit der nicht mehr rumrutscht. Und mache mir hier meinen Klettverschluss zu. Und habe dann hier meine Eule. Das könnt ihr jetzt noch beliebig dekorieren, wie ihr wollt. Ich werde sie jetzt erstmal so lassen, weil ich noch nicht weiß, für welchen Anlass ich sie verwenden werde. Und das war mein kleiner, schneller Beitrag für die Facebook-Gruppe Miteinander Fantasievoll Gestalten. Ich verlinke euch wie immer die anderen Teilnehmer irgendwann. Ich muss sie erst einsammeln, weil ich ja vorher nie weiß, wer mitgemacht hat. Die anderen Teilnehmerinnen verlinke ich euch in der Infobox und auch die Gruppe, wenn ihr euch uns anschließen wollt und einmal im Monat zu einem Thema etwas basteln wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was. Passt auf euch auf, ihr Lieben, bleibt gesund. Tschüss.